täglich wird Ihnen präsentiert von Häusermann Automobil mit dem neuen Volvo V60. Hey ja Volvo, hey ja Häusermann. Und von Guidor Coiffeur. Haargenau richtig. Startfrei zur zweiten Runde. Am 27. November fällt die Entscheidung bei der Zürcher Ständeratswahl. Im ersten Durchgang hat niemand das absolute Mehr erreicht. Im zweiten Wahlgang kämpft das Trio um den Einzug ins Stückli. Herzlich willkommen zum Tagtäglich Spezial. Unsere Wahlsendung heute in zwei Teilen. Und auf dem Podium sind Verena Diener, bisherige Ständerätin, grün-liberale Partei. Sie hat Spitzenresultat im ersten Wahlgang erreicht und darum da auch Pole Position. Das ist der Felix Kutzwiler. Ebenfalls bisher FDP, Platz 2 in der ersten Runde. Und der Christoph Blocher, gewählter Nationalrat SVP, Platz 3 in Runde 1. Es haben etwa 27'000 Stimmen gefehlt auf Verena Diener. Und darum ist er da nicht am Katzentisch, aber auf der Position 3. Verena Diener, du hast im Wahlkampf immer die Harmonie, die Gemeinsamkeit, die Ziel zusammen mit dem Felix Kutzwiler betont. Jetzt unterstützen die Grünliberalen den FDP-Kandidaten im zweiten Durchgang nicht. Hast du so wenig Gewicht in deiner Partei? Nein, das zeigt, dass eine Partei unabhängig ist. Und sie haben sich nicht gegen den Felix Kutzwiler ausgesprochen. Es war einfach die Frage, nominieren sie mich noch mal? Zur Überraschung von allen haben sie mich auch einmal nominiert. Und ich bin überzeugt, dass sehr viele von den Grünliberalen auch den Felix Kutzwiler werden wählen. Ja, aber das ist jetzt schon ein bisschen mit Puderzucker eigentlich über Negativmeldungen reingeschaut. Wie empfindest du das selber, Felix? Jetzt wirklich die politische Romanze des Frühherbstes, oder? Ihr unzertrennlich, jetzt treten die Grünliberalen zusammen und du bist nicht dabei. Nein, das hat mich nicht gestört. Wir sind zwei unterschiedliche Parteien und wir haben ja auch eigentlich klar gesagt von Anfang an, wir können allein. Es ist eine klare Aussage für die Wählerschaft. Das ist die Unterstützung jetzt von der CVP zum Beispiel. Oder? Ja, darum machen wir das jetzt auch im zweiten Wahlgang. Also das hat mich nicht gestört und ich hoffe natürlich gleich, dass der eine oder andere, auch Grünliberale, für eine Partei, die uns unterstützen, sowieso natürlich dann die Ziele wird entsprechend. Aber wir sind jetzt die Regeln heute Abend. Ist das weiterhin das unzertrennliche Duo oder siehst du in Ihrer auch eine politische Gegnerin? Ein Doppelpaket oder eine Einzelsendung? Wir sind drei Kandidierende für zwei Sitze. Das ist die Arithmetik relativ einfach. Eine wird nicht gewählt, vermutlich. Täglich wird Ihnen präsentiert von Häusermann Automobil mit dem neuen Volvo V60. Hey ja Volvo, hey ja Häusermann. Und von Guidor Coiffeur. Haargenau richtig. Startfrei zur zweiten Runde. Am 27. November fällt die Entscheidung bei der Zürcher Ständeratswahl. Im ersten Durchgang hat niemand das absolute Mehr erreicht. Im zweiten Wahlgang kämpft das Trio um den Einzug ins Stückli. Herzlich willkommen zum Tagtäglich Spezial. Unsere Wahlsendung heute in zwei Teilen. Und auf dem Podium sind Verena Diener, bisherige Ständerätin, grün-liberale Partei. Sie hat Spitzenresultat im ersten Wahlgang erreicht und darum da auch Pole Position. Das ist der Felix Kutzwiler. Ebenfalls bisher FDP, Platz 2 in der ersten Runde. Und der Christoph Blocher, gewählter Nationalrat SVP, Platz 3 in Runde 1. Es haben etwa 27'000 Stimmen gefehlt auf Verena Diener. Und darum ist er da nicht am Katzentisch, aber auf der Position 3. Verena Diener, du hast im Wahlkampf immer die Harmonie, die Gemeinsamkeit, die Ziel zusammen mit dem Felix Kutzwiler betont. Jetzt unterstützen die Grünliberalen den FDP-Kandidaten im zweiten Durchgang nicht. Hast du so wenig Gewicht in deiner Partei? Nein, das zeigt, dass eine Partei unabhängig ist. Und sie haben sich nicht gegen den Felix Kutzwiler ausgesprochen. Es war einfach die Frage, nominieren sie mich noch mal? Zur Überraschung von allen haben sie mich auch noch mal nominiert.
Und ich bin überzeugt, dass sehr viele von den Grünliberalen auch den Felix Gutzwiller werden wählen. Ja, aber das ist jetzt schon ein bisschen mit Puderzucker eigentlich über Negativmeldungen reingeschaut. Wie empfindest du das selber, Felix? Jetzt wirklich die politische Romanze des Frühherbstes, oder? Ihr unzertrennlich, jetzt treten die Grünliberalen zusammen und du bist nicht dabei. Nein, das hat mich nicht gestört. Wir sind zwei unterschiedliche Parteien und wir haben ja auch eigentlich klar gesagt von Anfang an, wir können allein. Es ist eine klare Aussage für die Wählerschaft. Das ist die Unterstützung jetzt von der CVP und, zum Beispiel. Und? Ja, und ja. Darum machen wir das jetzt auch im zweiten Wahlgang. Also das hat mich nicht gestört und ich hoffe natürlich gleich, dass der eine oder andere, auch Grünliberale, von den Parteien, die uns unterstützen, sowieso natürlich dann die Ziele wird entsprechend. Aber wir sind jetzt die Regeln heute Abend. Ist das weiterhin das unzertrennliche Duo oder siehst du in Ihrer auch eine politische Gegnerin? Ein Doppelpaket oder eine Einzelsendung? Wir sind drei Kandidierende für zwei Sitze. Das ist die Arithmetik relativ einfach. Eine wird nicht gewählt, vermutlich.